herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked Empire of the Underground. Oh, wie ihr seht, baue ich gerade das Futterlager weiter aus und habe auch nochmal etwas neue Kämpfer dazu geholt. Ich habe noch gesehen, wir hatten noch 40 von 50. So, ja, wir wurden jetzt mal ordentlich geschlagen. Das soll jetzt nicht nochmal passieren. Wir tun mal ganz kurz das Futter hier ausbauen. Das Gute war, kurz, also bevor ich die Challenge gestartet habe, sozusagen hat er uns auf diesen Punkt wieder zurückgesetzt. Das heißt, wir konnten, oder ich konnte weiter nochmal machen, ohne ja, neu starten zu müssen. Das war schon mal sehr gut. Und hier tue ich jetzt, wie gesagt, halt alles reinholen, was nur geht, an Futter. Habe auch noch mal eine Mission im Challenge-Modus gemacht, sozusagen, um eben halt das Futter noch mal zu bekommen, bisschen Gelee, um eben halt auch für die Kämpfer zum Ausbilden, weil dann sind sie schon mal alle auf Stufe 2. Ja, wir werden dann noch mal zusammen noch mal eine Mission machen im Challenge-Modus, weil ich brauche unbedingt Futter für die Stufe 3 Ameisen. Das geht sonst auf keine Kuhhaut. Ich will jetzt alles hier investieren, was ich habe, an Futter für unsere Ameisen. Okay. Kein Futter mehr. Kein Futter mehr, keine Larven, kein gar nichts, nichts haben wir. Okay, wir schicken wieder unsere runter in den Keller. Geht das sonst nicht anders? Sonst sieht das zurzeit so aus. Wir haben ein paar Dreier. Nur noch Zweier. Die würde ich dann gerne doch schon, ups, im Dreier-Modus haben. Das Futter. Können wir hier noch das Futter ausbauen? Nochmal etwas. Investiert ist investiert. Ja, sehr schön. So, mal gucken, wie viel Futter können wir dann gleich einlagern. Wunderschön. Fast vier, fast 2.500. Ja, bei vier. Sehr schön. Okay, wir machen den nächsten Modus. Imminent Spinnen. Ich probiere es einfach mal mit den Spinnen. Wieder Medium Challenge Modus an, sonst kriegen wir ja nichts. Naja, so minimal, aber naja, okay. Dann kriegen wir wieder ordentlich was. Auch wieder ein paar Gelees für die Ameisen, um sie zu machen. This Omega Fruits Black Ant Queen has given birth to her first brood. While the workers establish the new territory in the earth, above ground, a nearby colony of Omega Sanguinea slave migrants are on the lookout for would-be victims. These ants specialize in stealing larvae from neighboring nests and raising them as their own. If the Black Ant colony isn't prepared for the inevitable incursion, they may be wiped out entirely. Unfortunately, the queen chose her colony's home poorly. This earth is infested with Grillotopa, the European mole cricket. Growing up to 45 million years in length and with powerful forelegs, these beasts are masters of tunneling. The crickets have had their fill of roots for the day and are now on the hunt for protein-rich invertebrates. This queen and her brood are in imminent danger of being devoured. Der ist so schön, aber ich lasse absichtlich hier jetzt, damit wir uns hier konzentrieren können. So, und uns nächsten Dollar. So, die nächsten Ameisen kommen auch schon, sehr schön. Noch rücken wir das Futter rein. So. Der nächste noch, der nächste. Sehr schön. So, wenn wir uns jetzt mal hier sammeln. Und so langsam mal hier vorbrechen. Suggestoria Florentina, a funnel-web spider. She is large, fast, and equipped with a deep, powerful bite. Her lair is topped by sheets of silk woven between tripwires that radiate out from the entrance. She can detect even the slightest vibrations with her sensitive legs. Any others raised too close will be snapped away in the blink of an eye. So, geschafft. Das haben wir schon mal drin. Lasse. Dann entlassen wir wieder die Arbeitsgruppe. Sehr schön. The Sanguinea scout has sensed the presence of the Black Ants. A raid on the colony is now inevitable. The question remains is whether they will merely kill a generation of young, or wipe out the colony entirely. In the end, it will come down to the tenacity of the defending ants. A mole cricket is burrowing into the nest. The ants must mount a defense quickly, or their brood will be forfeit. The ants will fight to the death. There are intruders in the nest. By working together, the ants have overwhelmed one of the funnel web spiders. She won't be causing any more trouble for the colony. Her sisters, however, still present a problem. Das eine Mal jetzt. Wunderbar. Es gibt noch ein paar Pfeffer dazu. Sehr schön. So, so langsam kriegen wir das wieder an Futter ran. Und next.
Und kleine Arbeiter müssen weg. Ich glaube, jetzt kommt der Angriff von oben, die uns das Ei wieder klammern. Ja, hab ich gewusst. Okay. Oh, mein Essen ist voll. Das heißt, wir können mal abdecken und auf unser Essenslager. The workers have done all they can to prepare this brew chamber. Oh. The raiding party has arrived. The slave makers will head straight for the brew chambers. They must be stopped. Mist, da kommen wir nochmal so. Aber, okay. The raiding party was no match for the valley defenders. The brew remains safe, for now. So, ab zum nächsten Prozess, ganz dringend. There are intruders in the nest. Oh, kommt keiner von oben runterfallen, nein, sehr gut. So, dann drücken wir alles wieder an Six ran. So, das Essen ausbauen, damit wir Essen einlagern können. Und zwei Kämpfer ausbauen. Sehr gut. So. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Was? Sind die Gegner mein Nest? Achso, wir haben das Nest entdeckt, ja. So, jetzt holt man hier das Essen alles ran. Dafür brauchen wir ein paar neue Kämpfer. Es geht schon los, wir haben hier. Neuer Angriff. Mulberries are burrowing into the nest. The ants must defend in multiple locations at once. So, einfach mal hier. So, Schiff erstellt. Und alles ist zurück, genau. Sehr schön. Ich bin ganz voll. Und der nächste Incoming. Okay, wir holen das Foto, wir unsere Daten, dann stellen wir uns in vorne hin. Ich hoffe, dass das schnell geht. Oh, wir werden hinkommen. Genau, klasse. Sehr, sehr schön. There is no respite from the killing. The Sanguinia will subjugate or exterminate. Oh. Okay, der Killer geschafft. The raiding party was no match for the valley defenders. The brood remains safe, for now. So, wir holen jetzt ganz schnell hier mit in die Würmer. Achso, ja, da, die Würmer schnell holen. Achso, okay, auch nicht. Also alle zu den Würmern hin, bitte. Genau, gut, durch die Würmer. Auch ein bisschen gewohnt. So, klasse. So, hier arbeite ich wieder zurück. Die Kämpfer sollen hier gleich die zwei Spinnen machen. Nochmal. Und das ist voll. Ich muss das. Okay. So. Okay, machen wir so. Können wir das essen? Nein, das ist nicht abholen. Oh, Vermieter. Ja, das ist Familie geklappt. Meine Kinder. Ach, meine Monster. Ja, ja, meine Monster. Die sind ganz normal. Die sind nicht schlecht. Ich habe gerade auf jeden Fall. Also, das ist eine A Mulberry is burrowing into the nest. The ants must mount defense quickly, or their brood will be forfeit. Na, wieder alles optimal. Die Ameisen haben es geschämt. Wir holen jetzt das Ganze. The raiding party was no match for the valley defenders. The brood remains safe, for now. So, der ist auch klasse weg. Wunderschön. So, wir machen mal auf, damit wir noch ein paar Ameisen ansetzen können. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support great numbers. Ah, verdammt, schon mal. So, jetzt werden wir das Feld unten wegernten. Achso, wir können hier machen, damit ihr durchschauen könnt. Yeah, die Spiele sind frei. Ich dachte, ich hätte die Maschine deaktiviert. So, die eins kann wir aus, die zwei kann wir an. Armee der Ameisen. Dann kommt schon zu Futter werden. Und dann noch einmal. Und dann dürft ihr euch hier mal rein. The workers can't prepare this brew chamber. Sehr schön. So. Okay. Ah, ich sehe schon, wie es ankommt. Aber dann machen wir jetzt das Nest. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So, holt euch die Spinne. Wunderschön. Und geht dann ab nach oben. Klasse. So soll es aussehen. Sehr schön. There is no respite from the killing. The Sanguinia will subjugate or exterminate. Sehr gut. Klasse. The raiding party was no match for the valley defenders. The brood remains safe, for now. Predators loose in the nest. The larvae must be protected. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. So, ab rüber. Bitte schön. Sehr schön. Und wir müssen wieder zurück. Mulberries are following into the nest. The ants must defend in multiple locations at once. So, Puffer 1 kommt hier hin. Können wir das sogar holen? Ja, sieht euch mal an, wie schnell die fallen. Ja, das hat gut gewissen. Klasse. So, ab hier zurück. Bitten wir das Ganze sogar hier. In der Zeit sage ich schon mal ab. So, müssen wir auch so langsam reinschen. Für unsere Kämpferfraktion. So, du musst noch hier. Okay, jetzt können wir hier hin zum nächsten gehen. Ach, die Sandkraft steht schon davor. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Oh, na. Ach, klasse. So, ab hier rum. Da kommt er. The Sanguinia colony seeks once again to bolster its numbers. A battalion of slave makers charge into the nest. Ja, sieht ganz gut aus. Yep, uns Eisen und Feuer. Sehr schön, geschafft. Klasse. So, the raiding party was no match for the valley defenders. The brood remains safe, for now. Und wieder. Oh, können wir wunderbar abkriegen. So, okay. Achso, die Eins können wir aufbiegen, die haben das gut abgeholt. Und da, wie fangen wir denn? 34. Machen wir 35 Ameisen raus. So. Und dann unsere Ameisenmasche abbringen. Und gehen dann zum nächsten Futterparadies noch. A Mulberry is burrowing into the nest. The ants must mount defense quickly, or their brood will be forfeit. Okay, der nächste ankommt. Sieht aus. Einer, noch einer. Sehr schön. Dann wird jetzt sterben. So, ihr holt hier mal euer Futter ab. Obwohl, das kann ich Futter 1 machen. Das 2 kommt hier. Okay, dann kommt 2. Wir holen noch 1, genau. Wir holen alle Futter ab. Ist okay. So, jetzt machen wir gleich den Angriff auf. Abgewehrt. So, gehen wir schon mal oben hin. The Sanguinia colony seeks once again to bolster its numbers. A battalion of slave makers charge into the nest. Ja, so reicht das. Okay, haben sie nicht geschafft, das heißt, hier geht's weiter. The raiding party was no match for the valley defenders. The brood remains safe, for now. Ja, die Kuchen. There are intruders in the nest. Sehr schön, wird alles her. Ah, das ist schon mal klasse. There are intruders in the nest. Gleich den nächsten, genau. Zack, hier hin. Da hin, genau. Ja, das wird mal den Nest. Sehr schön. There are intruders in the nest. Und hier ein paar Asseln. Ja, mal gucken. Nee, er kommt hier hin.
So, ab dahin. Ah, Mist. Okay, hier sieht schön aus. Mokrits are burrowing into the nest. The ants must defend in multiple locations at once. Hier und oben gleich noch. Puh, das war schwierig. Okay. The Zungunia colony seeks once again to bolster its numbers. A battalion of slave makers charge into the nest. Ah, perfect, wunderbar. So, hold on. The raiding party was no match for the valley defenders. The brood remains safe, for now. So, die 1 kommt dahin. Achso, ja, die muss noch hier. Das ist fertig geworden, easy. Dann kämpfen wir das hier. Und das jetzt ab. Zack, und hier. So. Und da hoch. A Mokrit is burrowing into the nest. The ants must mount defense quickly, or their brood will be forfeit. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. Ein Ei hat's geschafft. Once again, the slave makers return to the nest with new black ant larvae to raise their own. A raid will continue. But this will make the food colony colony. So, wunderschön. Kriegen wieder Futter rein. Somit können wir nochmal schnell unsere Ameisen. Is it feeding time already? Yes, our queen is insatiable. So, ab hier hoch. Und dann können wir das wieder ausbauen, unsere Hive, die wir hier haben. Genau, tötet sie. Und ihr krabbelt alles rein. Ja, sieht nett aus. So. Kann man schon wieder sagen, upgraden. Und den. Okay, na, das. Kurz Fenster bei mir auf. So. Ihr sollt hier hin das Zeug abholen. So, wir haben ja hier eine Chili. Außerhalb des Kampfes regenerieren. Ja, machen wir das mal. Außerhalb des Kampfes regenerieren. Das hört schon gut an. So, tun wir noch unsere Arbeiter ein bisschen erhöhen. Wo ist die andere Assel da? Boah, Feld ist gut abgebaut. So, können wir das hier auch? Ne, hier können wir nichts upgraden. Ne, sonst auch gerade nichts mehr. Nö. Müssen wir warten, bis unsere hier drinne sind. So, genau. Weißt ja auch seinen Namen. Nochmal schnell den Rest hier rein. Dann werden wir das auch gleich nochmal starten. Den Angriff, sozusagen die Challenge. In der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Und wir bleiben gleich in unserem Bau drinne, sodass die gar nicht auf die Idee kommt, außerhalb irgendwo sind. So, und Futter habe ich ja dann genug drinne, um sozusagen ein wenig auszuharren. So. Alle wieder zurück. Genau.
Sehr, sehr schön. Dieser Husten ist ja schlimm. Knuddeln sich hier zu doll, dann machen wir mal auf. Ah ne, Population habe ich ja maximal erreicht. Machen wir hier mal ein bisschen Upgrade hin. Und den nehme ich auch noch auf Stufe 3 hochsetzen. Sehr schön. Okay. Okay, dann starten wir mal nochmal die Challenge. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. So, jetzt kommen wir erstmal hier oben welcher. Okay. Let's begin with a small threat. Connecting the Fusca colony now. I will let 10 through to start with. So, wir haben jetzt 43 große, starke Kämpfer. Setz dich doch mal lieber noch näher ran. The Eruptors identified the threat and responded very quickly. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Introducing 20 former Kafuska ants. Also wie gesagt, damit sie weniger Chance haben reinzukommen als geballte Kraft dort. Sieht doch gut aus. Our Eruptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment. Let me know the results. Don't add more than 30 ants at once, though. We don't want to harm the queen. Understood. I wonder how they will react to a rival Eruptor colony. Introducing 40 rival Eruptor ants. Eben war hier einfach mal schon den nächsten Raum aus. Ja, so ist okay. Ja, sieht auch gut aus. Excellent. Introducing a further 50 rival Eruptor ants. So. Ja, so ist okay. Jetzt haben wir zwei neue Räume dann. So, jetzt kommen die roten Ameisen. Wir hier ein bisschen mehr Kampfplatz haben. Fascinating. So, machen wir so. Now let's try 60 Eruptor ants. Sieht's gut aus, so kriegen wir doch alles abgedatet. So, sehr schön. Das heißt, dann kann ich auch hier schon updaten. Dann nachher noch. Da kommt hier noch eine Kampftruppe rein. Hier haben wir drei Kampftruppen. Diesmal fallen sie ein bisschen schneller, die Gegner. Das liegt wirklich daran, dass halt unsere Leute kämpfen. Also, so schon ausgebildet sind auf 3. Klasse. So.
Aber nichtsdestotrotz. Achso, Samen wurden gedroppt. Ja, auf die verzichten wir jetzt mal. Ich schicke jetzt keine Ameisen raus. What about a combination of a raptor and a Fusca? Let's start with 20 of each. Okay. Das hatten wir auch schon geschafft. War ja nur noch der letzte Ansturm, glaube ich. Wo uns so, keine Ahnung, unendliche Ameisen entgegengeworfen hat. Und erst dann aufhören wollte, wo er gemerkt hat, dass es dann zu spät war, dass dann halt die ganzen Ameisen sterben. Plus unsere Königin ist ja gestorben. Also. An unconventional defense, yet highly effective. It's interesting to see the colony fight on two fronts. Perhaps we should try 30 of each. Naja, zwei Fronten haben wir jetzt nicht gekämpft. Aber unsere Ameisen müssten jetzt regenerieren. Außerhalb des Kampfes. Gucken wir mal die Ameise da an. Okay, jetzt ist sie ja im Kampf. Oh ja, da werden auf jeden Fall ein paar Schlüpfe müssen. Magnificent! Once again, our Raptors triumph! Ja, nee. Also, ich verzichte auf die Samen. Gucken. Die wuseln mir so viel rum. Sehe ich ja kaum, ob noch jemand verletzt. Ich glaube nicht. Sieht nicht danach aus. Also, sieht gut aus. Oh, Polizeieinsatz? Oder was ist hier? Ah, der Notarzt. Ich sehe nur das. The colony's ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder, how will they handle a sustained flow of aggressors? So, jetzt kommt's. Kommen wir in die heiße Phase. Werden wir das diesmal schaffen? Also ich versuche die wieder gleich hier oben abzufangen. Setze ich mal noch ein Stück höher. Damit einfach wenig Leute da irgendwie Möglichkeit haben, hinzukommen. Ah, vielleicht da so hinter. Heißt nur noch gucken und aufpassen. So, jetzt müsst ihr uns gleich die. Ja. Let's make things a little more interesting, shall we? Ja. Enter the Devil's Coach Horse! Hat er jetzt reingeschmissen, okay. Kriegen wir die als Futter oder gar nicht? Er sieht gut aus, die kriegen wir dann sogar als Essen. Sehr schön. Das ist noch was Gutes. I seem to have dropped my beetles. I hope they don't harm the little ants. Oh, da kommt der Große. Okay, den haben wir. Da kommen nochmal zwei. Immer mehr kleine Ameisen, ey. Immer und immer wieder. Oh, sieht gut aus. Diesmal. Ja. Also, Perhaps that's enough for now. Ameisen auf 3 ausbauen und schon geht's ein bisschen besser. Läuft ja super. So, noch den letzten Rest. So. How has the colony been responding? They mounted an excellent defense against 20, 25, and even 30 Fusca ants, as you suggested. Perfect. Perhaps we can provide more of a challenge for them next time. What a fantastic suggestion. Ah, ja.
Aber wir haben es geschafft. So, was denn? Oh, was nehmen wir denn? Nehmen wir Jellies? Ah komm, wir nehmen Jellies. Können wir wenigstens. So, erstmal hier hoch. Let's see how the colony grows over the next few days. Now that they have experienced battle, I expect to see a significant rise in the number of soldiers. 150 bräuchten wir, okay. Achso, ja, stimmt ja. Jetzt könnte man hier da runterlaufen. Dann lassen wir es ja gleich hier laufen und dann das restliche reinholen. Holen wir auch selbst hier noch. So, so. So. So, die zwei Punkte hebe ich nun mal auf und setze mal hier das Futter neu rein. Okay, und jetzt hier bitte einmal hin. So, jetzt müsste gleich hier das Futter reinkommen. Schön. Klasse, ja, immer mehr Futter. So, wo können wir noch? Das war's dann, ne? Was hier noch? Guckt euch das mal an. Das. 4270 können wir jetzt einlagern. Das ist doch ordentlich. So, wir lassen gleich mal die gleich mitmachen. Ich sehe gerade, wir können 100 Kämpfer. Sehr schön. 100 Kämpfer. Obwohl, ich würde dann eher abwarten, bis wir hier können. Dieser eine der Ameisen hiervon. Ja, da warte ich noch ab. Dann können wir sozusagen die auch noch ausbreiten in unserem Gebiet unten. Würde ich dann, ja, glaube dann eher hier reinsetzen. Ja, die würde ich da reinsetzen, genau. So, das Essen ist fast voll, ey. Schon wieder. Wir haben immer noch hier oben Körner. Wisst ihr was? Dann... Machen wir hier noch eine zweite Speisekammer auf. Da habe ich schon hier den Durchgang, aber naja, was soll's. So, die 1 muss nochmal aufhören. Wir müssen jetzt gleich erstmal schnell aufbauen. Speisekammer, die ist nämlich sonst gleich voll. Yep, und schon ist es soweit.
Genau. Tragt mal das Zeug rein. Oh, guck mal, hier liegt noch ein Kleiner. Oh, der hat es genommen. Sehr schön. So, ab hier rüber. Und den letzten Rest rein. Oh, ist ja auch schon wieder voll. Puh. Dann machen wir... So. Also wegen Futter brauche ich mir echt dann keine Sorgen mehr machen. Weil dann haben wir auf jeden Fall genug Futter hier drin. Das kann. So und nur noch. Ach, der kann auch. Oh, kann ich diesmal alles upgraden? Das ist ja krass. Okay, klasse. Und wir haben das ganze Futter drin. Kein Futter mehr draußen. Wow, 4.500. Nicht schlecht. Also so eine fette Speisekammer können wir auch hier unten noch haben. Haben wir schon mal zwei. Und das Beste ist hier... Nee, ich baue hier keinen Durchgang hin. Sonst nicht, dass Gegner hier so durchkommen und dann nur... Nee. Sicher. So, ich mach mal kurz wieder Fenster zu. Und dann starten wir einfach die nächste Mission, wenn es geht. Gucken wir mal. Ja, es geht. Können wir die Challenge nochmal machen? Oh, da gibt's gar nichts zum Happern. Okay. Okay, können wir also nicht mehr machen. Wir können jetzt nur hier machen. Okay, was haben wir hier? Oh, was? Ameisen? Wir können Ameisen auswählen. Okay, wieder Medium. Slow Fire. Wir machen mal das schnelle Feuern so.